Moin, Johannes hier und ich habe heute ein Experiment vor, und zwar zum Thema Nostradamus. Ich würde gerne ergründen, ob Sprüche, die man jetzt schreibt, in einem Jahr oder zwei, dann ganz wundersam auf andere Situationen passen. Mein Verdacht ist nämlich, dass aus diesem riesigen Fundus von etlichen 100 oder ich glaube sogar über 1000 Sprüchen, die man Nostradamus zuschreibt, ich glaube, dass aus diesem Fundus einfach zwangsläufig diese allgemeinen Sätze, die er da schreibt und recht kryptischen Aussagen, dass da immer irgendwas passt. Also ob jetzt Trump gewählt wird oder ob der Brexit damit erklärt wird, das lässt sich einfach aus dieser Masse von Sprüchen meiner Meinung nach fast immer irgendwie ableiten. Und ich probiere das jetzt mal ganz praktisch. Ich schreibe eigene Sprüche zu Ereignissen aus dem Jahr 2016 und gucke mir dann noch an, ob im Jahr 2017 irgendwo was auf diese Sprüche passt, was gar nicht so gedacht war, sondern was halt zufällig auch den Satz erfüllt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier ist es Anfang Februar, genauer gesagt der 4. Februar 2017, und es gibt noch eine Menge Dinge, die dieses Jahr passieren werden und wo wir mal gucken, ob wir einen von den Sätzen dann darauf mappen. Also das Ziel ist, dass von diesen 5 Sätzen, die ich jetzt gleich präsentiere mit einem konkreten Bezug auf 2016, dass davon 2017 wieder einer auf eine ganz andere Situation passt. Also natürlich nicht auf das gleiche nochmal, sondern eben halt auf was, was eigentlich keinen Bezug dazu haben kann, weil es noch nicht passiert ist zum Zeitpunkt der Aufnahme. So, wir beginnen mal mit dem ersten Satz. 3x15 beruft den neuen Helden. Viele sehen den Retter, doch nicht alle. Das Ende wird unvergessen sein. Jetzt geschrieben, bezogen auf die Wahl von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten, deswegen 3x15, also so ein bisschen Zahlenmystik bringt Nostradamus ja auch gerne mit rein. Und ansonsten ist hier allgemein. Ein Held kann auch jeder andere sein als ein US-Präsident, ein Retter sowieso. Ich habe den Konflikt drin, doch nicht alle. Und das Ende wird unvergessen sein. Das ist jetzt über die aktuelle Politik hinausgeschrieben, aber ja auch so allgemein, dass man da eine Menge reininterpretieren kann. Das kann übrigens ja auch sowohl positiv als auch negativ sein. Das kann also eine unvergesslich erfolgreiche Präsidentschaft sein oder halt ein unvergesslich erfolgreiches Ereignis dann für das, wo es in Zukunft passen soll. Oder aber auch unvergessen im Sinne von Katastrophe oder Gewalt. Der nächste Satz. Erschütterungen verändern die Welt. Kleiner als viele und doch verändern sie vieles. Der Winkel sei euch ein Zeichen. Bezogen auf den experimentellen Nachweis von Gravitationswellen, die 2016 tatsächlich erfolgt ist. Und aber trotzdem wieder so allgemein geschrieben, dass Erschütterungen, nämlich diese ganz leichten Erschütterungen im Raum-Zeit-Gefüge, natürlich auch eine Menge andere Dinge sein können. Vielleicht passt da drauf ein Erdbeben, vielleicht sind es Erschütterungen im politischen Bereich. Das kann man vermutlich auf vieles anwenden. Man muss dann nur Erklärung finden für den dritten Teil. Der Winkel sei ich ein Zeichen. Ist bezogen darauf, dass diese Detektoren in 90-Grad-Winkel aufgebaut sind. Aber wer weiß, wo man das in Zukunft für interpretieren kann, ob da irgendwo sich andere geografische Tricks dann ergeben oder was man eben reinziehen kann in diese Geschichte, um sie dann passend zu machen auf den Spruch, den man passend machen will. Der Beginn des Krebs ist die Zeit der Trennung. Die Köpfe sind verwoben, doch der Wille zeigt den Weg der Zukunft. Am 23. Juni haben die Briten für den Austritt aus der EU gestimmt, und das ist gerade der zweite oder dritte Tag des Sternzeichens Krebs. Daher dieser Verweis in die Astrologie, auch das hat Nostradamus gerne gemacht. Aber vielleicht kann man das irgendwann sogar ja auch anders interpretieren. Mit verwobenen Köpfen ist gemeint, dass eben die Verflechtungen zwischen Großbritannien und der EU recht stark sind. Und der Wille zeigt den Weg der Zukunft, dass das eben tatsächlich Bestrebungen sind, die aktuell stark sind. Diese Bestrebungen, sich wieder nationalistisch zu orientieren und sich aus der EU zu entfernen oder insgesamt aus Bündnissen. Mal gucken, ob das auf irgendwas ganz anderes irgendwann passt. Der nächste. 40 Jahre sind nicht genug. Doch mehr Jahrzehnte lässt der Herr nicht füllen. Einsam bleibt eine Insel des Glücks zurück. Darauf bezogen, dass Fidel Castro gestorben ist im Jahr 2016. Er war insgesamt 49 Jahre an der Macht, also eben nicht ganz 50, aber eben auch nicht nur 40. Ein bisschen kryptisch hier formuliert, in der Hoffnung, dass irgendwo was anderes passt. Vielleicht stirbt jemand, der unter 50 ist, und wo man dann irgendwo eine einsame Insel des Glücks, mit der hier jetzt Kuba gemeint ist, verbinden kann. Mal gucken.
Und ein letzter zum Thema Terror, das uns 2016 ja auch bewegt und ja, beschäftigt hat. Chaos wird kommen am Meer und in der Stadt. Schreien und Schmerz verfolgen das ganze Land, doch der Kampf ist nicht zu gewinnen. Am Meer liegt Nizza, direkt am Meer, und mit der Stadt ist dann eben Berlin gemeint in dem Fall. Schreien und Schmerzen verfolgen das Land, klar, das war eben ein einschneidendes Erlebnis. Und der Kampf, der nicht zu gewinnen ist, wäre jetzt in dem Fall der Kampf gegen den Terror. Aber ich will mal das jetzt schon ein bisschen zusammenfantasieren, was passieren könnte. Nehmen wir mal an, es gäbe ein Erdbeben, das einen größeren Landstrich betrifft, dann könnte man Meer und Stadt unterbringen, Schreien und Schmerz sowieso. Und der Kampf gegen Naturgewalten wäre zum Beispiel auch nicht zu gewinnen. Das heißt, aus dem gleichen Satz lässt sich sowohl Terror als auch ein Erdbeben rauslesen. Und da sind wir eben genau an dem Punkt, warum ich dieses Experiment mache, weil ich glaube, dass man Nostradamus damit ein Stück weit entzaubern kann, dass kleine Tricks in der Formulierung schon reichen, um Ereignisse von heute einfach morgen auch wieder passend zu machen auf die entsprechenden kurzen Phrasen oder kurzen Gedichte, die ich jetzt hier präsentiert habe. Ich freue mich drauf, dass ich das irgendwann auswerten darf. Und wenn ihr noch interessante Gedanken habt, interessante Ereignisse aus 2016, die ich irgendwie unterbringen kann, von denen ihr glaubt, dass man die vielleicht auch irgendwann anders auslegen kann, oder wenn ihr auch Nostradamus Sprüchlein schon gebaut habt zu irgendeinem Ereignis, dann gerne rein damit in die Kommentare. Ich freue mich vor allem auf das Ergebnis dann, wenn wir irgendwann Sätze ganz anders auslegen dürfen. Bis dann. Ciao.